Einen sehr schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen der Stiftung Medico International und des Instituts für Sozialforschung und auch der Frankfurter Rundschau. Und bevor wir zum Vortrag des heutigen Abends kommen, erlaube ich mir, weil ich heute hier schon sitze, zwei, drei Sätze zu der Kooperation, über die ich mich außerordentlich freue. Als ich mit Thomas über diese Reihe gesprochen habe und sehr schnell dabei war, die Chefredaktion der Frankfurter Rundschau zu fragen, ob sie an einer Veranstaltung namens Der utopische Raum teilzunehmen bereit ist, hat es keine Sekunde gedauert und es war zugesagt. Und das ist ja, und die zwei, drei Sätze erlauben Sie mir bitte, keine Selbstverständlichkeit, dass sich Medien, bürgerliche Medien, etablierte Medien heute in utopische Räume begeben. Eher hat man den Eindruck, dass unsere Medien, also ohne dass ich jetzt gewissen Verschwörungstheorien nachhängen würde, dass die NATO morgens ihren Tagesbefehl abgibt und mittags ist dann der Artikel fertig. Ohne diesen Verschwörungstheorien zu folgen, würde ich sagen, wir leben eher in den Medien im Schnitt in einer durchaus gefährlichen Ideologie des Pragmatismus. Die Leute folgen vielleicht eher einem Zitat von Ralf Dahrendorf, das ich heute gefunden habe. In Utopia wohnt nicht die Freiheit, sondern die Perfektion entweder des Terrors oder der absoluten Langeweile. Und wenn Sie Tagesschau gucken und wenn eine deutsche Verteidigungsministerin vielleicht gerade mal wieder eine neue Aufrüstungsrunde gefordert hat, dann sehen Sie jemanden da vor dem Reichstag stehen, der Ihnen sagt, ja, das wird die Amerikaner sicher freuen, aber ob es Frau Kramp-Karrenbauer bei der Kanzlerkandidatur hilft, bleibt abzuwarten und damit zurück nach Hamburg. So auf diesem Niveau findet unser politischer Journalismus aus meiner Sicht viel zu oft statt. Und das ist der Grund, aus dem ich mich außerordentlich freue, als Mitglied eines bürgerlichen Mediums mit Medico zusammen und mit dem Institut für Sozialforschung utopische Räume betreten zu dürfen. Und das sind nicht die utopischen Räume, von denen Dahrendorf gesprochen hat, dessen Zitat ich Ihnen vorgelesen habe, sondern das sind die utopischen Räume, die uns zeigen, was eigentlich in dieser Gesellschaft an dem anderen, an dem Alternativen, an dem Besseren schon enthalten ist, was sich schon bewegt, was durchaus möglich und realistisch wäre, wenn man es nur wollte. Kein reines Wunschdenken, so heißt es hier in den Ankündigungen zu der Veranstaltungsreihe, sondern die Utopie lebt schon in Alltagsutopien. Sie zeigt sich in Konzepten, die nur darauf warten, verwirklicht zu werden. Und scheint in vielen gelebten Alternativen bereits konkret auf. An einer Veranstaltungsreihe, die das versucht zu zeigen, als Frankfurter Rundschau, als Vertreter der Frankfurter Rundschau teilnehmen zu dürfen, das macht mich sehr glücklich und ich kann mich bei Thomas Gebauer nur bedanken, dass er mir und uns die Möglichkeit gegeben hat, daran teilzunehmen. So, und jetzt sind wir schon bei Thomas Gebauer. Ich habe das Zitat von Dahrendorf vorgelesen, der behauptet, in Utopia wohnt die Perfektion entweder des Terrors oder der absoluten Langeweile. Ich glaube, Thomas, am Beispiel der globalen Bürgerversicherung wirst du uns gleich beweisen, dass in der Utopie weder die Perfektion des Terrors noch Langeweile wohnen muss. Du wirst uns jetzt erzählen, was du von der globalen Bürgerversicherung hältst, was du dazu meinst, was du dir dazu konzeptionell ausgedacht hast. Wir werden hinterher eine zweite Halbzeit, heute ist Fußballabend, eine zweite Halbzeit haben zum Diskutieren für Ihre Anmerkungen und Fragen. Und ich freue mich auf deinen Vortrag, lieber Thomas. Ja, Stefan, vielen Dank für die Einführung. Ich will da gerne anknüpfen an dem, was du gesagt hast.
wenn Sie bei dem Auftakt dabei gewesen sind, vermutlich nicht, aber vielleicht einige schon. Am Ende stand ein Vortrag von Peter Wagner, der sich mit der Frage beschäftigt hat, was heißt Fortschritt heute? Und diese Frage ist ja, wenn wir das ernst nehmen, was du gerade gesagt hast, durchaus von großer Bedeutung. Nämlich wenn etwas an Utopie heute schon da ist, aufscheint, schon da ist sozusagen, also schon lebendig ist, nur weiterentwickelt werden muss, dann hat diese Bedeutung von Fortschritt durchaus noch einen Sinn. Was Peter Wagner gemacht hat, er hat genau diesen Fortschrittsbegriff sehr genau untersucht und ich verweise deshalb darauf, um Ihnen zu sagen, dass Sie auch diesen Vortrag im Internet nachhören können. Er ist da, Sie können also, auch wenn Sie es noch nicht erlebt haben, teilhaben. Er hat uns davor gewarnt, den Fortschrittsbegriff im Kontext des alten technologischen Fortschrittsbegriffs zu sehen, so wie die letzten zwei Jahrhunderte geprägt hat. Sondern er hat gesagt, dass es heute nur noch Sinn macht, über Fortschritt zu reden im Zusammenhang der Verwirklichung der Menschenrechte. Und das heißt, im universellen Sinne gedacht, im Kontext von der Verwirklichung globaler sozialer Gerechtigkeit. Das war so die Idee. Und in der Stelle will ich einhaken und will fragen, ja, wie macht man das eigentlich? Wie kann man globale soziale Gerechtigkeit konkret fördern und verwirklichen? Wie kann aus einer solchen Forderung, die womöglich auch noch von mancher Politikerin und manchen Politiker bemüht wird, eine spürbare Veränderung werden? Dazu will ich die Idee vorstellen, von der du schon gesprochen hast. Und die kommt zwar vielleicht auf den ersten Blick wenig spektakulär daher, aber wenn man sie dann intensiver betrachtet, dann stellt man fest, dass es hier um eine radikale Herausforderung der bestehenden Verhältnisse gehen wird. Es geht um die Idee einer globalen Bürgerversicherung, die dafür sorgt, dass alle Menschen an allen Orten der Welt Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung haben. Wer sich ein wenig mit der gesundheitspolitischen Debatte im eigenen Lande beschäftigt hat, der kennt das Konzept der Bürgerversicherung. Mit ihr verbindet sich die Idee eines einheitlichen Krankenversicherungssystems, zu dem ausnahmslos alle Bürgerinnen und Bürger beitragen, und zwar unter Einbeziehung aller Einkünfte, auch der Einkünfte aus Kapitalvermögen zum Beispiel. Aber alle haben dann hinterher den gleichen Zugang zur gleichen Versorgung. Das ist wichtig. In einigen Nachbarländern gibt es diese Art von Bürgerversicherungen bereits. In Deutschland ist es noch nicht der Fall. Sie wissen, darüber wird diskutiert. Wir haben hier immer noch ein gemischtes System aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung, ergänzt durch zum Beispiel die berufsständigen Versorgungswerke. Ein solches Konzept, das auf Konkurrenz beruht, und das wird ja manchmal auch explizit gesagt, wir brauchen den Wettbewerb untereinander, ein solches Konzept ist hochproblematisch. Es führt nicht nur zur Verschärfung der Zweiklassenmedizin, Sie alle spüren das, wenn Sie Ärzte besuchen und aufsuchen wollen, sondern es bedeutet auch eine Beeinträchtigung der Versorgung selbst. Insbesondere die, die materiell schlechter gestellt sind oder chronisch Kranke, leiden unter diesem System oder dem Wettbewerb der Kassen. Denn die müssen aufgrund des wirtschaftlichen Druckes darauf achten, dass sie möglichst gesunde Patienten zu ihrer Kundschaft zählen. Ein solches System ist nicht gerade vernünftig. Es gibt Nutznießer und die sind dann diejenigen, die am liebsten das öffentliche Gesundheitswesen insgesamt abschaffen wollen. Und wenn man sich mal umhört, wer das ist, dann gibt es zumal die Analysten der Deutschen Bank, die uns Auskunft geben und sagen, dass sie in diesem Kontext jede Menge an Rendite möglich ist. Gesundheit wird von vielen Leuten innerhalb der Wirtschaft nicht mehr als eine soziale Frage gesehen, sondern als ein boomender Markt, in dem man gut verdienen kann. Und aufgrund der verfehlten Steuerpolitik der letzten Jahrzehnte gibt es an den Kapitalmärkten ja auch freies Kapital in Hülle und Fülle. Es ist astronomisch sozusagen, was da existiert. Und manchmal sind die Fondsmanager händeringend auf der Suche nach rentablen Anlageoptionen. Und die finden sie immer stärker auch in den Gemeingütern wie Bildung, wie Gesundheit oder anderen sozialen Diensten.
Die Privatisierung von Gesundheit ist in den letzten Jahrzehnten rapide vorangeschritten und sie ist vor allem in den Ländern des Südens, was wir hier gar nicht so wahrnehmen können, schon so präsent, dass man praktisch kaum noch von öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und Daseinsvorsorge sprechen kann. Private Krankenhausträger wie zum Beispiel die in Europa führende Fresenius Helios AG, die planen bereits sowas wie eigene Versicherungssysteme, privatwirtschaftlich organisierte Versicherungssysteme. Und das müssen Sie sich überlegen. Man geht dann künftig möglicherweise nur noch zu Ärztinnen und Ärzten, die auch gleichzeitig Angestellte eines privaten Versicherungsdienstes sind. Die Konsequenzen sind nicht auszumalen. Also man möchte sie sich eigentlich gar nicht ausmalen. Auch die organisierte Ärzteschaft zum Beispiel ist in großer Sorge darüber, weil es am Ende dann eben nicht mehr das Ärzte, die ärztliche Kompetenz ist, die über die Versorgung entscheidet, sondern das Interesse an Rendite, an Verdienst. Also es sind andere Optionen und andere Gründe, die dann auf einmal entscheiden. In den Augen derer, die also Gesundheit am liebsten als Ware sehen wollen oder in den Patienten und Patientinnen lieber eine Kundschaft sehen wollen, muss eine solche Idee einer globalen Bürgerversicherung oder einer Bürgerversicherung als solche provozieren. Denkt man sie zu Ende, dann steckt in ihr nicht nur das Aus für viele der bestehenden und auch neuen Geschäftsmodelle, sondern gerade auch die Chance auf die Schaffung gerechter, sozial gerechter, weltgesellschaftlicher Verhältnisse. Und das ist die Stelle, an der dieses kleine Adjektiv global ins Spiel kommt, das mir sehr wichtig ist, aus zwei Gründen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das universelle Recht auf Gesundheit nur werden verwirklichen können, wenn wir diese Form von sozialer Sicherung, die wir brauchen, ins Globale ausweiten. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir die eigenen sozialen Sicherungssysteme hier in Europa nur werden halten und weiterentwickeln können, wenn sie ins Globale ausgeweitet werden. Andernfalls wird der wirtschaftliche Druck, der über die Konkurrenz zwischen den Staaten existiert, immer mehr dazu führen, dass der Abbau von Sozialleistungen und die Missachtung von Sozial- und Menschenrechtsstandards auch im eigenen Land immer stärker spürbar werden. Gesundheit, und das sollten wir an der Stelle einfach zur Kenntnis nehmen, ist schon lange keine nationale Angelegenheit mehr. Zu meinen, man könne Gesundheit herstellen, indem man quasi in der eigenen Gesellschaft sowas wie eine sozialpolitische Idylle aufbaut, ist durch nichts gedeckt. Die Länder sind eingebunden in, das erfahren wir alle, in einen Klimawandel, der an keiner Grenze Halt macht und auch gesundheitliche Auswirkungen hat. Sie sind aber auch eingebunden in globale Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, die alle ihrerseits Einfluss haben auf zum Beispiel Ernährung oder die Verfasstheit der sozialen Infrastruktur, ich hatte es gerade gesagt. Auf prekäre Weise sind die Nationalstaaten sozusagen aus der Zeit gefallen. Statt sich den wirklichen Fragen, den weltweit drängenden Fragen, wie zum Beispiel die dramatisch zunehmende soziale Verunsicherung vorzunehmen und darauf transnationale Antworten zu finden, bleiben sie im Nationalen verhaftet. Politik sorgt dann für die Sicherung von ökonomischen Standortvorteilen und, wenn es hochkommt, darum, den eigenen Wählerschichten einige Privilegien zu erhalten, zu sichern. Aber genau das heizt die Krise weiter an und die Ungleichheit umso mehr. Und diese Ungleichheit, die zeigt sich eben auch im Zugang zur Gesundheit, wenn man das im globalen Kontext betrachtet. Während hierzulande mit Hochdruck an individualisierten Therapieverfahren geforscht wird, haben 2 Milliarden Menschen, das ist bald ein Drittel der Weltbevölkerung, nicht einmal Zugang zu den wichtigen, lebenswichtigen, essentiellen Arzneimitteln. Der enorme technologische Fortschritt, der in den zurückliegenden Jahrzehnten in der Medizin erreicht worden ist, der ist an großen Teilen der Weltbevölkerung schlicht vorbeigegangen. 25 Millionen Menschen sterben immer noch an Krankheiten, die eigentlich leicht behandelbar wären. Es ist allein eine globale Elite, die heute von den Möglichkeiten globaler Gesundheitsressourcen profitiert. Sie kann Krankenschwestern aus den Philippinen beschäftigen, sie kann Zahnersatz aus China importieren, sie reist zu Herzoperationen nach USA oder zu Ayurveda-Kuren nach Indien.
Und vermehrt verlangt sie die Elite auch nach sogenannten Lifestyle-Medikamenten, darunter Präparate gegen Haarausfall oder Fettleibigkeit zum Beispiel. Wir geben 1 Billion Dollar derzeit für Wellnessprodukte aus. Das ist immerhin ein Sechstel oder ein Siebtel der weltweiten Gesundheitsausgaben. Schwerpunkte Schönheits- und Anti-Aging-Angebote. Mit weniger als die Hälfte von diesen Ausgaben, weniger als der Hälfte, da ließe sich eine medizinische Grundversorgung für alle Menschen auf der Welt finanzieren. Nur um Ihnen diese Größenverhältnisse zu sagen. Von einem Rechtsanspruch auf Beistand im Krankheitsfalle, wie er hierzulande noch existiert, kann die Mehrheit der Weltbevölkerung nur träumen. Was ist für diese prekäre gesundheitliche Lage in den Ländern des Südens verantwortlich? Das sind gewiss viele Gründe zu nennen. Das sind einmal die Nachwirkungen des Kolonialismus. Darauf richten wir unser Augenmerk heute umso mehr. Da sind die Nachwirkungen der späteren Stellvertreterkriege, die alle noch irgendwo präsent sind und lange dauern, bis man sie bearbeitet hat. Da ist das Versagen der lokalen Eliten, keine Frage, ich werde darauf später noch zu sprechen kommen. Und da ist auch die strukturelle Gewalt der weltwirtschaftlichen Verhältnisse, die die Länder des Südens nach wie vor in Armut und Perspektivlosigkeit festhält. Schauen wir nach Afrika. Da muss man wirklich lange suchen, bis man funktionierende öffentliche Gesundheitseinrichtungen findet. Im Zuge der Weltwirtschaft, der wirtschaftlichen Strukturanpassungen, die viele dieser Länder haben über sich ergehen lassen müssen, als sie in den Weltmarkt integriert worden sind, sind manche dieser Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt worden. Ich bin in den 90er Jahren, als diese Programme durchgeführt waren, oft in Afrika gewesen und habe auf meinen Reisen Krankenhäuser besucht, in denen buchstäblich kein Stuhl mehr da war. Da stand noch das Schild OP und das war alles. Es waren leergeräumte Gebäude, in denen nichts mehr angeboten wurde. Und von dieser Lage, von dieser Situation hat sich kaum ein Land in Afrika erholt. Als 2014 in Westafrika Ebola ausgebrochen ist, haben die wenigen noch verbliebenen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen eher als Orte der Ansteckung als der Hilfe gewirkt. Sie waren einfach viel zu schlecht ausgestattet und personell unterbesetzt. Sie müssen sehen, dass die Mehrheit der Ärzte aus Sierra Leone aufgrund des Stellenmangels im eigenen Lande in den OECD-Ländern arbeiten. Also mehr Ärzte aus Sierra Leone hier als in dem Land selbst. Was hat das für Konsequenzen? Wo es keine oder nur schwach ausgebildete öffentliche Gesundheitseinrichtungen gibt, da sind Menschen darauf angewiesen, mitunter ihr letztes Hab und Gut zu verkaufen, um sich Gesundheit zu sichern oder zu sorgen. Sie müssen Gesundheitsleistungen notwendige, wenn das Kind krank ist oder sonst jemand in der Familie, aus der eigenen Tasche bezahlen. Die WHO nennt es, die Weltgesundheitsorganisation, Out-of-Pocket-Zahlungen, also aus der Tasche. Und die machen inzwischen in den Ländern des Südens 40% aller getätigten Gesundheitsausgaben aus. Also das können wir uns nicht vorstellen. Alles, was, also 40% dessen, was die Leute für Gesundheit aufwenden, muss aus der eigenen Tasche privat erbracht werden. Es gibt keine sozialen Sicherungssysteme. Das schließt immer diejenigen aus, die besonders eigentlich Gesundheitsversorgung brauchen, die Armen und Mittellosen, die nichts haben. Diese Eigenbeteiligung, heißt es ja manchmal, die mag für Vermögende kein Problem sein, die können sich das leisten, für alle anderen kann es in der Katastrophe enden. Und auch dafür gibt es eine Zahl, die WHO sagt, dass alljährlich 100 Millionen Menschen in den Ruin getrieben werden, weil sie für Gesundheitsleistungen privat aufkommen müssen. Und dass sich aus diesem Elend dann auch noch Profit schlagen lässt, das beschreibt oder macht die Perfidie des Kapitalismus, des global herrschenden Kapitalismus deutlich. Viele Menschen sind dann gezwungen, Mikrokredite aufzunehmen, um Arztkosten zu bezahlen. Wenn Sie sich vorstellen, in dem Moment wird das Prinzip von sozialer Sicherung komplett auf den Kopf gestellt. Die Leute sind nicht nur privat dann dafür verantwortlich, müssen also aus privater Tasche für Gesundheitsleistungen aufkommen, sondern die sind dann auch noch obendrein zinsbelastet, jemand anderes verdient daran. Das ist immer mehr der Fall.
Der Volksmund kennt dafür eine Redewendung. Das heißt einfach, Armut macht krank und Krankheit macht arm. Dieser Teufelskreis, der ist uns allen geläufig. Ich glaube, wir alle kennen diese Redewendung. Aber es gibt die Möglichkeit, daraus auszubrechen. Es ist machbar. Es bedarf allerdings zwei Voraussetzungen. Es muss einerseits das stattfinden, was ich gerade problematisiert habe. Der Zugang zu Gesundheitsleistungen muss von der individuellen Kaufkraft entkoppelt werden. Und Gesundheit muss als ein öffentlich sicherzustellendes Gemeingut betrachtet werden, das nur außerhalb der Sphäre des kapitalistischen Wirtschaftens verwirklicht werden kann. Die Sorge um Menschen, um Lebensmittelsicherheit, die Erforschung essentieller Arzneimittel, die Sicherstellung einer nachhaltigen Müllbeseitigung oder auch die flächendeckende Gesundheitsversorgung, all das sind öffentliche Aufgaben, die sich nur bedingt mit profitorientierten und auf Wachstum ausgerichteten Geschäftsinteressen vertragen. Gemeingutökonomien funktionieren nur dann gut, wenn die vorhandenen Mittel weder unter- noch übernutzt werden. Das ist ganz wichtig. Sie kennen es vielleicht aus dem Problem der Antibiotikanutzung. Da werden Antibiotika in allen Belangen immer schnell eingesetzt und führen dazu, dass es eine Resistenzentwicklung gibt. Da findet eine Übernutzung statt sozusagen und als Gemeingut Antibiotika verliert seine Wirkung. Als ein Beispiel. Das gilt für alle Gemeingüter. Wenn sie übernutzt werden, unternutzt werden, dann funktionieren sie nicht. Und deswegen sind für die Nutzung von Gemeingütern demokratische Entscheidungsprozesse notwendig. Sowas kann nur im Rahmen von gesellschaftlichen Übereinkünften geklärt werden und darf nicht den privaten Opportunitätsüberlegungen von privaten Unternehmen anheimgestellt werden, weil das führt dann oft zur Übernutzung oder zur Unternutzung bei denen, die sich das nicht leisten können. Die gegenwärtige Auslieferung des Gemeinguts Gesundheit an den Markt, das mag jetzt viele neue Geschäftsmodelle ermöglichen, führt aber aus gesundheitspolitischer Sicht in die Irre. Es ist nicht mehr Konkurrenz gefragt, sondern das Gegenteil, nämlich eine Wiedergewinnung der Formen von institutionalisierter Solidarität. Und solange es in den Gesellschaften und zwischen ihnen so etwas wie ein Armutsgefälle gibt, ist Ausgleich notwendig. Sprich solidarisches Umverteilen. Ich will darauf eingehen, weil Umverteilen für mich kein Schreckgespenst ist. Das ist etwas, was in der Kulturgeschichte seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, seit Beginn eigentlich existiert. Es prägt die Kultur- und Indigenergesellschaften, gehört zum Kern der katholischen Soziallehre, Sie wissen das, und auch zu den Grundlagen des modernen Gesellschaftsvertrages, der mit der europäischen Aufklärung aufgekommen ist. In der Praxis kommt dieses Umverteilen in genossenschaftlich betriebenen Dorfapotheken irgendwo in den Ländern des Südens genauso zum Ausdruck wie in den steuerfinanzierten kommunalen Wasserwerken hierzulande zum Beispiel oder eben in gesetzlich geregelten Krankenversicherungen oder nationalen Gesundheitssystemen und vielen anderen gesellschaftlichen Institutionen. Diese Institutionen zusammen bilden so etwas wie eine soziale Infrastruktur, ohne die menschliches Zusammenleben nicht funktioniert. Und das ist auch der Grund. Viele Leute wissen das. Es verwundert nicht, dass Umverteilen nach wie vor auf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz trifft. 3/4 der deutschen Bevölkerung sind der Auffassung, dass Personen mit hohem Einkommen und viel Vermögen mehr Steuern zahlen sollen, um damit Geld für öffentliche Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Unter denen, die eine stärkere Besteuerung befürworten, würden 77% die Vermögenssteuer und 67% die Einkommensteuer erhöhen. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2017, eine Umfrage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ein Jahr zuvor hat die IG Metall eine Umfrage in Auftrag gegeben und die hat ergeben, dass 2/3 der Bevölkerung in Deutschland für die Einführung einer Bürgerversicherung wären. Sie sehen an der Stelle, es sind nicht die Leute, die Aufkündigung einer solidarisch verfassten Gesellschaftlichkeit wollen, sondern es waren andere, allen voran, vielleicht ist Ihnen das geläufig, den
berühmten Satz von Margaret Thatcher, der ehemaligen britischen Premierministerin, die seinerzeit sagte, there is no such a thing as society, es gibt keine Gesellschaftlichkeit, und damit letztendlich den Startschuss gegeben hat für die Entwicklung, die wir heute jetzt langsam in den prekären Folgen zur Kenntnis nehmen müssen für die marktradikale Umgestaltung der Welt. Und die Folgen, die zeigen sich heute vielfältig in zunehmenden Verteilungskonflikten, in wachsender Gewalt, und für alle unübersehbar auch in der millionenfachen Migration und der Flucht, der aufgezwungenen Flucht von Menschen. Und es gibt eigentlich, wenn ich das grob zusammenfassen darf, nur zwei Wege, damit zurechtzukommen. Entweder wir, und das meine ich jetzt im Sinne von die Welt, sorgt für einen Ausgleich, oder die prosperierenden und noch reichen Regionen schotten sich weiter ab. Diese Alternative steht. Und die gilt es zu beantworten. Den Weg, den der globale Norden gerade eingegangen ist oder beschreitet, ist der der Abschottung. Und das spiegelt sich auch auf irrwitzige Weise in der Gesundheitspolitik. Es wird heute in gesundheitspolitischen Debatten im Bundestag zumal immer weniger von dem universellen Recht auf Gesundheit gesprochen, sondern von Health Security, von Gesundheitssicherheit. Zum Kern von Health Security zählt nicht mehr die Frage, wie den Ursachen von gesellschaftlichen Missständen begegnet werden kann, sondern eigentlich nur noch die Frage, wie dem krisenhaften Geschehen, das man konstant setzt, so begegnet werden kann, dass es den Prozess, den Status quo nicht mehr stört. Also wie, jetzt konkret gesprochen, im Kontext jetzt der internationalen Quarantänevorschriften, die die WHO verabschiedet hat und dann immer zur Geltung kommen, wenn es Pandemien gibt, wie sichergestellt werden kann, dass der Transport von Waren, der Tourismus, der Austausch von Menschen, der weltweite Verkehr von Gütern und Dienstleistungen, die Mobilität von Arbeitskräften nicht gefährdet ist. Das ist der Grund. Und da ist dann offenbar jedes Mittel recht. Und ich will Sie einfach nur an skurrile Bilder erinnern, die Sie vielleicht gesehen haben 2006, als die Vogelgrippe in Deutschland auch Furore machte. Da ist dann auf der Insel Rügen auf skurrile Weise die Bundeswehr aufgefahren, um dort einen heldenhaften Kampf gegen das Vorrücken des Virus zu führen. Das sind Bilder, die tatsächlich erinnert haben an das, was wir in der Medizin als eigentlich überkommen geglaubte koloniale Seuchenmedizin betrachten, nämlich die Wohngebiete der Kolonialherren mit einem Cordon sanitaire von den Wohngebieten der einheimischen Bevölkerung abzutrennen und zu schützen. So viel zum Negativen und zur Dystopie. Aber wie können wir jetzt daraus den anderen Weg beschreiten? Wie ist es möglich, für Ausgleich im globalen Kontext zu sorgen? Mit mehr Entwicklungshilfe, die am Ende doch nur die Interessen jetzt der Geberländer bedient und die Begünstigten dann, so heißen die Menschen im Süden, in Abhängigkeiten bringt. Wirkliche Veränderung braucht einen anderen Rahmen. Das Utopische liegt nicht im budgetarischen Aufwachs von Entwicklungshilfegeldern, sondern in der Schaffung solidarisch verfasster und über alle Ländergrenzen hinweg wirksam werdenden Institutionen, die systematisch für eine gerechte Nutzung der vorhandenen Ressourcen sorgen. Mit anderen Worten, für Ausgleich und soziale globale Gerechtigkeit. Es sind zuletzt viele neue Bücher erschienen zum Thema Solidarität. Sie sind vielleicht aufgefallen, die Auslagen der Buchhandlungen sind voll. Und nach Jahren der gesellschaftlichen Entsolidarisierung scheint es tatsächlich so etwas wie eine Renaissance der Solidarität zu geben. Und die ist auch dringend notwendig, um die prekären gesellschaftlichen Auflösungserscheinungen zu stoppen. Große Teile der Weltbevölkerung hat die neoliberale Aufkündigung von Gesellschaftlichkeit nicht ein Mehr an Freiheit gebracht, sondern nur so eine Art Vogelfreiheit, wie ich das nenne, eine durch eine soziale Entwurzelung, Missachtung und Rechtlosigkeit bestimmte rundum prekäre Existenz. Mit Blick auf die dramatische Zunahme sozialer Verunsicherung, und das ist übrigens nicht nur meine Diagnose, sondern auch die des Weltwirtschaftsforums in Davos, die inzwischen sagen, soziale Verunsicherung ist das Weltrisiko Nummer eins. Also auch dort ist die Erkenntnis angekommen. Mit dieser Zunahme verwundert es nicht, wenn heute die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Solidarität wieder zunimmt. Rechtspopulisten und fundamentalistische Bewegungen ist ein leichtes, genau aus dieser Verunsicherung heraus Kapital zu schlagen mit den berühmten nationalistischen und rückwärtsgewandten Ideen.
Umso wichtiger ist es, gerade wenn wir das nicht zulassen wollen, sich Gedanken zu machen über einen kritischen Begriff von Solidarität. Einen, der nicht alleine jetzt, der weder in die Falle der repressiven Wohlfahrtsstaatlichkeit läuft, noch Solidarität nur im Zusammenhang von kleinen, homogenen Gemeinschaften für möglich hält. Wenn man dem Unbehagen in der Globalisierung, so wie ich das nenne, begegnet will, dann braucht es nicht mehr Mauern oder identitäre Abgrenzung, sondern es braucht gerade eine neue globale Gesellschaftlichkeit, die von etwas getragen wird, was wir vielleicht kosmopolitische Solidarität oder solidarischen Kosmopolitismus nennen könnten. Eine Solidarität, die über alle Grenzen hinweg für Zusammenhalt und Ausgleich sorgt. Ich will einen kurzen Rückgriff machen auf die Französische Revolution, die durchaus wusste um die Bedeutung von Solidarität. Aus gutem Grund haben sie neben der Freiheit und die Gleichheit das gestellt, was dann die Revolutionäre seinerzeit Fraternität oder Brüderlichkeit genannt haben. Wir tun uns manchmal mit dieser Idee schwer. Manchen erscheint das vielleicht bestenfalls als soziales Gedöns. Das wird dann gelegentlich auch von Politikern so genannt. Also die Fraternität ist etwas Emotionales, das andere sind die harten Fakten. Ich glaube, das ist der Irrtum. Gerade im Spannungsfeld mit Freiheit und Gleichheit wird deutlich, dass Solidarität eine eigene Dimension ist. Und ich übersetze jetzt Fraternität mit Gesellschaftlichkeit und Solidarität. Eine eigene Dimension ist, die nicht in den beiden anderen sich auflösen lässt. Um das zu verstehen, lohnt der Blick auf den Ursprung des Wortes Solidarität. Er wurzelt im römischen Recht und steht dafür eine besondere Form von Haftung, die Obligatio in Solidum, eine von allen gemeinsam zu tragende schuldhafte Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Gemeinwesen sich am Gemeinwohl ausrichten und nur darüber auch dann die Sicherung von individuellen Rechtsansprüchen möglich wird. Grundlage von Solidarität ist somit eine wechselseitige Verpflichtung, wie sie wenigstens von der Idee her zum Beispiel auch in Sozialversicherungssystemen existiert. Dort tragen alle, gestaffelt nach ihrem Vermögen, zu den Leistungen bei, die aber von allen in gleichermaßen in Anspruch genommen werden kann. Es findet so etwas wie ein systematischer Umverteilungsprozess statt. Das ist auch der Grund, weswegen die Idee der Kopfpauschale in die Irre führt. Weil da wird wieder auch von jedem nur der gleiche Anteil genommen. Es ist dann nicht mehr gestaffelt nach dem Vermögen. In richtigen Solidarsystemen ist das aber anders gelöst. Da müssen eben auch die mit versorgt werden, die gar nichts haben, die keinen Cent aufbringen können, die nichts haben, aber den gleichen Anspruch haben auf die gleichen Leistungen im Bedarfsfall. Nicht das Teilen begründet also Solidargemeinschaften, sondern das Prinzip der Verantwortung für das Ganze, auch für die, die nichts haben. Wenn sich jemand daraus verabschiedet, weil er sich zum Beispiel privat versichert, dann bleibt die Versorgung der anderen, die nichts haben, als Verantwortung bei denen, die übrig bleiben. Das ist das Problem der AOK, ein bisschen. Es gibt Ausgleiche, ich will jetzt das Steuerabkommen nicht sagen und das, was der Bundesetat dazu schießen kann, aber es geht mir erstmal nur um die Prinzipien, das festzustellen, um was es hier geht. Am Ende, wenn sich alle verabschieden, bleibt die Verantwortung für das Ganze bei einer oder bei einer Person am Ende übrig. Das meint die schuldhafte Verpflichtung, das meint die Obligatio in Solidum. Dieses Prinzip macht deutlich, dass Solidarität weit mehr ist als das Gefühl von bloßer Verbundenheit. Es ist auch kein Spleen von irgendwelchen Gutmenschen und hat auch nichts Bürokratisches. Nämlich das, was ich gerade geschildert habe, existiert nur so lange, wie sich Menschen dafür begeistern lassen. Das ist der Punkt, dass diese Begeisterung heute uns immer stärker genommen wird. Aus zwei Gründen. Der wesentliche ist der, dass die Solidarsysteme aufgrund von Druck von außen immer stärker verkrusten und immer stärker auch gezwungen werden, betriebswirtschaftlich zu handeln und sich dann am Ende selbst missverstehen. Wenn Sie mit den Chefs von gesetzlichen Krankenversicherungen reden, dann haben Sie das Gefühl, Sie reden mit Managern von Unternehmen, aber nicht mehr mit Leuten, die eigentlich ein Gemeingut versuchen zu stabilisieren. Und das schreckt Leute ab.
gerade auch junge Leute, die dann nach Alternativen, nach anderen Formen der Solidarität schauen, suchen, und sie finden sie verstärkt im Internet über Spendenplattformen. Ich will Ihnen eine sagen, die wirken dann wirklich unmittelbar solidarisch und sehr nah und unbürokratisch. Zum Beispiel die Spendenplattform GoFundMe, also komm, finanzier mich. Das ist eine Spendenplattform, die in den USA entstanden ist und dort extreme Erfolge gefeiert hat. Über 5 Milliarden Dollar sind da inzwischen zusammengekommen. Das System ist einfach. Jemand hat ein Problem, beschreibt es, stellt es ins Internet und sucht nach Spenden. Zum Beispiel für Arztkosten, Studiengebühren, für Trauerfeiern, aber auch Hochzeiten. Der GoFundMe-Gründer Rob Solomon, der nennt seine Website so etwas wie eine Digital Safety Net, also ein digitales Sicherungsnetz. Das mag in den USA von Bedeutung sein, wo es keine allgemeine soziale Sicherung gibt, ist aber hierzulande eigentlich ein Problem. Denn wenn Sie sich das durchdenken, was machen wir denn zum Beispiel mit Leuten, die Hilfe brauchen, aber keinen Aufruf ins Netz stellen können, die es nicht schreiben können oder es nicht wollen? Oder etwas an Problem haben, was man nicht unbedingt ins Netz stellen will. Ja? Diese scheinbare Verführung der Unmittelbarkeit einer Unterstützung über solche Formen moderner Solidarität entpuppen sich an dieser Stelle als nicht tragfähig. Und da ist es gerade die Anonymität von sozialen Sicherungssystemen, die letztendlich die individuelle Freiheit und auch die Gleichheit im Sinne von Nichtdiskriminierung sichern. Das meine ich mit der Verwobenheit zwischen Solidarität, Freiheit und Gleichheit. Eigenverantwortung und soziale Sicherung, die bilden übrigens keine Gegensätze, sondern bedingen sich gegenseitig. Es ist, glaube ich, bekannt, dass nur dort, wo die Voraussetzungen für ein gutes Leben gesellschaftlich garantiert werden, die Menschen auch beginnen können, ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und nur dort, wo Freiheit und Demokratie herrschen, laufen soziale Sicherungssysteme auch nicht Gefahr, als Instrumente der Herrschaftssicherung und der Disziplinierung missbraucht zu werden. Das ist das mit dem autoritären Wohlfahrtsstaat, den ich gemeint habe. Sie kennen das. Realsoziale Länder haben immer den Vorwurf bekommen, dass sie zwar viel an sozialen Leistungen bringen, aber am Ende das auch nutzen, um die Bevölkerung zu gängeln. Wenn man wirklich Freiheit und Gleichheit und Solidarität gemeinsam sichern will, dann bedarf es dieser Balance. Und diese Balance ist zuletzt in eine Schräglage geraten. Und daran zu arbeiten, wäre notwendig. Mit Blick auf den erreichten Globalisierungsgrad ist es meines Erachtens höchste Zeit, über die Schaffung globaler öffentlicher Institutionen nachzudenken. Nur so lassen sich der Schutz und die Verfügbarkeit von Gemeingütern für alle Menschen an allen Orten der Welt sicherstellen, so die inzwischen verstorbene Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom. Das Ziel Gesundheit für alle ist dann unter solchen Umständen auch nicht mehr eines, was man in die ferne Zukunft vertagen muss. Das Ausmaß des weltweit erzeugten Reichtums und das immer profunder gewordene Wissen um die Zusammenhänge des Lebens, die ließen es ohne Frage schon heute zu, für alle Bewohnerinnen und Bewohner dieses Planeten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Es mangelt nicht an Ressourcen, wohl aber an gesellschaftlichen Übereinkünften, die für eine gerechte Nutzung des Vorhandenen sorgen. Ich wiederhole nochmal, es ist nicht ein Mehr an Entwicklungshilfe gefordert und schon gar nicht wohltätige Gesten, sondern das, was mit der Obligatio in Solidum gemeint ist, nämlich eine wechselseitige Haftung für das Ganze und das zeitgemäß ausgeweitet aufs Globale. Jetzt sind wir im Globalen und jetzt wird es langsam richtig problematisch und utopisch. Sie können fragen, ja, wie geht das denn? Wie kann man sich das denn vorstellen? Es gibt dafür Ideen. Es gibt einmal zum Beispiel die Überlegung, das, was wir hier im eigenen Lande diskutieren, ein Grundeinkommen für alle Menschen als universelles Grundeinkommen zu zahlen, zu ermöglichen. Darüber wird in der Tat diskutiert. Auch das Davoser Weltwirtschaftsforum hat diese Ideen schon ventiliert. Es gehört dazu das, was ich vortrage, eine globale Bürgerversicherung, die alle reichen Länder oder die reicheren Länder dazu verpflichtet, auch zu den Sozialbudgets der Ärmeren beizutragen. Wohlgemerkt, es geht jetzt hier um einen Fonds, um ein Finanzierungsinstrument. Es geht nicht um eine zusätzliche neue Entwicklungsbehörde, die am Ende selbst operativ tätig wird. Es geht um ein Ausgleichsfinanzierungsinstrument, das eine finanzielle, fiskalische Balancierung der Möglichkeiten herstellt.
Solche Systeme sind längst Realität. Sie gibt es. Sie gibt es schon auf nationaler, das wissen wir, auf regionaler, aber selbst auf internationaler Ebene. Man erfährt davon deshalb so wenig, weil sie weder Glaspaläste brauchen, noch irgendeine schwerfällige Bürokratie, sondern manchmal reichen kleine Häuser und sie können im Hintergrund arbeiten als Institution und sich alle operativen Tätigkeiten enthalten. Was sie tun, ist das Bündeln und der Transfer von Mitteln, die anderswo verausgabt werden. So etwa wie es der deutsche Länderfinanzausgleich tut. Sie kennen das System. Es wird über die Verrechnung jetzt von regionalen Steuereinnahmen oder der demografischen Entwicklung oder das Einkommensniveau für eine Balancierung der fiskalischen Möglichkeiten der einzelnen Bundesländer gesorgt, für einen Ausgleich. Dafür braucht man keine große Behörde, sondern da reichen Computer, die gefüttert werden mit Zahlen und das findet dann statt. So etwas gibt es auch auf europäischer Ebene. In Ansätzen, zum Beispiel den Europäischen Sozialfonds, der vor 60 Jahren gegründet wurde im Bereich von Bildung, der Unterstützung von Arbeitslosen und anderen sozialen Diensten, für einen Ausgleich zwischen den europäischen Regionen sorgt. Der umfasst gegenwärtig 75 Milliarden Euro. Und diese Brüsseler Behörde ist keineswegs ein bürokratischer Wasserkopf. Auch sie organisiert nur die Bereitstellung der Mittel, aber über die operativen Entscheidungen, was damit geschieht, wird in den Mitgliedsländern, Mitgliedstaaten entschieden. Und da haben in den letzten Jahren über 100 Millionen Menschen profitiert. Auch das wird kaum wahrgenommen. Es läuft im Hintergrund. Es ist sozusagen da. Und fast in Vergessenheit geraten ist ein solcher Ausgleichsfinanzierungsmechanismus, den es auf internationaler gibt und zwar schon sehr auf internationaler Ebene gibt und zwar schon sehr lange, seit dem 19. Jahrhundert, exakt seit 1874. Da gründeten die nationalen Postbehörden den Weltpostverein. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat. Das ist ein kleines Haus, gibt es heute noch in Hamburg. Und dieser Weltpostverein sorgt dafür, dass Pakete oder Briefsendungen hier aufgegeben werden können, aber auch in Kenia dann zum Beispiel oder in China oder sonst wo ausgetragen werden. Dass wir also mit der Gebühr, die wir hier beim Kauf einer Briefmarke entrichten, auch die Dienstleistungen von Menschen ganz woanders in der Welt in Anspruch nehmen können. Im Hintergrund arbeitet ein Ausgleichsfinanzierungssystem, ein vertragliches System, was dafür sorgt, dass Deutschland zum Beispiel in diesen Fonds mehr einzahlt als Kenia, weil wir mehr zu bieten und mehr zu verschicken haben als Kenia zum Beispiel. Da wird ein Ausgleich organisiert. Und das war ein Meilenstein in der Entwicklung grenzüberschreitender Kommunikation und funktioniert auch heute noch. Erst im letzten Jahr ist der Weltpostverein dann aber wieder in die Schlagzeilen geraten, weil Donald Trump die Mitgliedschaft der USA aufkündigen will mit der Argumentation, dass dieser Weltpostverein die nationalen Interessen der USA zuwiderläuft. Und da sind wir auch schon bei den grundlegenden Bedingungen für solche Ausgleichsfinanzierung. Sie funktionieren nur auf der Grundlage von vertraglichen, rechtsverbindlichen Übereinkünften. Das ist wichtig, um so etwas wie verlässliche Finanzierungen sicherzustellen, ohne die es keine nachhaltigen Veränderungen gibt. Das wissen alle, die sich auch mit Entwicklungspolitik beschäftigen. Wenn man mit der Jährlichkeit konfrontiert ist und immer wieder neu beantragen muss, wird kein Mensch irgendwelche Investitionen in die Zukunft planen. Man steht am Ende vor irgendwelchen Schulden. Also die Sicherstellung von einer langfristigen Finanzierung führt dazu, dass man auch nachhaltige, wirksam werdende Programme und Strategien fahren kann. Alle sozialen Institutionen, ob hierzulande oder in der Welt, die langfristig planen und mehrjährige Programme auflegen, die müssen eine solche Gewissheit haben, um höhere Investitionen tätigen zu können, die dann vielleicht auf Dauer sich auch selbst tragen. Ausgleichsfinanzierungen müssen keineswegs das Nicht-Tun fördern, wie die Gegner immer behaupten oder gerne behaupten. Auch der Freistaat Bayern, heute ein Nettogeber im Länderfinanzausgleich, war in den 60er Jahren ein Nettoempfänger. Also das Verhältnis kann auch umkippen. Ich werbe seit 2001 für die Idee der Ausgleichsfinanzierung und am Anfang waren die Reaktionen eher spöttisch, der hat sie nicht alle. Das hat sich inzwischen geändert. Heute spricht man in vielen Kreisen darüber, auch im Kreise kritischer Gesundheitswissenschaftler, Entwicklungsplaner, Völkerrechtler. Auch Tim Evans, der Direktor für Gesundheit bei der Weltbank, ist davon überzeugt.
Auf Dauer, so Tim Evans im Gespräch, wird die Welt an solchen länderübergreifenden solidarischen Gesundheitsfinanzierungssystemen nicht vorbeikommen. Nur fehle gegenwärtig noch die Bereitschaft, sich auf solche verpflichtenden Systeme einzulassen. Das ist der Knackpunkt, die Bereitschaft. Es geht nicht um Ressourcen, nicht um organisatorische Voraussetzungen, die Bereitschaft. Das ist aber nicht nur die Bereitschaft der Politiker, sondern es ist auch der Öffentlichkeit von uns allen. Wir versuchen uns davon zu befreien, auch wir. Wir wollen eigentlich nicht in die Verpflichtung genommen werden oder viele. Und das Fehlen dieser Bereitschaft, sich auf die Verpflichtung, auf die Obligatio in solidum einzulassen, wirklich einzulassen, führt dazu, dass vieles daneben geht. Die Vereinten Nationen zum Beispiel versuchen mit einem Konzept, das nennt sich Universal Health Coverage, also allgemeine Gesundheitsversorgung, etwas Ähnliches zu erreichen, nämlich bis zum Jahr 2030 alle Menschen eine angemessene Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen. Das ist inzwischen Teil der sogenannten SDG-Strategie, der Sustainable Development Goals, also der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Da spielt es eine große Rolle, dieses Konzept. Es ist Ende September in New York ein High-Level-Meeting der UN zu Ende gegangen, wo die Regierungsvertreter zusammengesessen haben, um über den Fortschritt dieser Idee der Universal Health Coverage zu reden. Und sie mussten einräumen und feststellen, dass sie weit im Verzug sind. Sie haben ein 11-seitiges Dokument verfasst, das mit großer Akribie nochmal alle Ziele benennt, aber kein Wort darüber verliert, was eigentlich gebraucht wird, nämlich eine durch globale Umverteilung zustande kommende gerechte Nutzung der bestehenden Ressourcen. Das wird wortreich umschifft. Es gibt zwei Hinweise auf Solidarität, die vage bleiben. Das ist auf 11 Seiten das einzige Mal, dass diese Worte auftauchen. Stattdessen werden die Länder, die Einzelländer aufgefordert, ihre Anstrengungen zu erhöhen. Aber wie sollen das, frage ich, die 41 Länder machen, von denen die WHO heute schon sagt, dass sie selbst bei Aktualisierung aller zur Verfügung stehenden Ressourcen den Gesundheitsbedürfnissen ihrer Bevölkerung nicht entsprechen können? Vielleicht durch weiteren Raubbau an der Natur oder durch die Öffnung ihrer Märkte für ausländische Investoren? Was gerade heute auf dem Afrika-Gipfel die Kanzlerin mit den afrikanischen Regierungschefs, die zusammengekommen sind, besprochen hat. Sie sehen, dass die Ausgleichsfinanzierungsinstrumente oder diese Art von länderübergreifenden Transferleistungen auch notwendig sind, um den Kampf gegen die sozial-ökologische Verwüstung der Welt zu führen. Ein Argument höre ich auf den Vorträgen immer. Das sei zwar alles schön und gut, aber es lässt sich ja nicht finanzieren. Ja, da ist was dran. Aber nicht, weil die Mittel fehlen, sondern eben, weil die Solidarität bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen und etwas auch abzugeben. Derzeit, so sagt die WHO, belaufen sich die jährlichen Aufwendungen für Gesundheit weltweit auf 7,5 Billionen Dollar. Die Zahlen sind unglaublich viele Nullen, wenn Sie sich das einmal gucken. Das sind bald 1.000 Dollar pro Kopf und Jahr eines jeden Erdenbürgers, Erdenbürgerin. Das sind deutlich mehr als die 12 Dollar, die beispielsweise einem Bewohner Eritreas zur Verfügung stehen. Die WHO sagt, dass mit etwa 60 Dollar pro Kopf und Jahr allen Menschen in den armen Ländern des Südens der Zugang zu einer gesundheitlichen Grundversorgung ermöglicht wäre. In Deutschland geben wir 5.000 Dollar grob gerechnet für Gesundheit aus, aber nicht alles, was wir uns zumuten bzw. was uns zugemutet wird, ist auch notwendig. Um nahezu die Hälfte ließen sich die Ausgaben für Arzneimittel senken, wenn sie in Deutschland nur so teuer wären wie in Großbritannien. 5 Milliarden Euro extra Profite macht die Pharmaindustrie in Deutschland mit dem Verkauf von überteuerten und unnützen Medikamente. Viele Milliarden könnten eingespart werden, wenn wir auch die Anwendung sinnloser Gerätediagnostik stoppen und schließlich auch dem notorischen Abrechnungsbetrug den Kampf ansagen würden. Nachzudenken wäre auch über eine Entrümpelung des eigenen Lebenszusammenhangs, wie es Hartmut Rosa empfiehlt, der im April dann hier im utopischen Raum reden wird und auch über diese Ideen sprechen wird.
Da ließen sich zum Beispiel, wenn wir das Leben entschleunigen würden, wenn wir weniger Stress am Arbeitsplatz hätten, wenn für alle ein gesichertes Grundeinkommen da wäre, ließen sich viele Kosten für Gesundheit einsparen. Und denken Sie nur an die 1 Billion Dollar, die für Wellness ausgegeben wird. Auch da ist Luft drin, um zum Beispiel für einen solchen Ausgleich zu sorgen. Am Ende könnte es eine Win-Win-Situation sein, wo wir nicht unbedingt viel abgeben müssten, aber auch sogar etwas gewinnen könnten. Bleibt das letzte Argument, das ist das klassische Argument, die Korruption. Ja. Wie, wenn wir Mittel irgendwo hingeben, was machen die damit? Ja, die gibt es, die Korruption. Um zu vermeiden, dass transferierte Mittel in repressive Staatsapparate fließen oder durch Korruption verschwinden, müssen Gemeingüter, auch die globalen, demokratisch verfasst und kontrolliert werden. Entscheidungen, zum Beispiel über gesundheitliche Prioritäten oder den Leistungsumfang im Bedarfsfalle, die dürfen daher nicht hinter verschlossenen Türen getroffen werden, sondern erfordern ein Höchstmaß an demokratischer Beteiligung. Auch hier gibt es auf ein Missverständnis hinzuweisen. Wenn ich darüber rede, heißt es immer, ja, demokratische Selbstverwaltung hat doch nichts mit der Einrichtung einer zentralen, möglicherweise länderübergreifenden Instanz zu tun. Irrtum. Ja. Diese Instanz ist ja keine, die operativ tätig ist und bestimmt, sondern es ist eine, die nur den Transfer und die sicherstellt, dass an der Basis auch etwas getan werden kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus Skandinavien. Dort wird zum Beispiel die dritte Säule der Gesundheit, die Säule der Präventivmedizin, so ermöglicht oder so realisiert, indem zwar die Mittel zentral gebündelt werden, aber dann an die Kommunen gegeben werden zur Entscheidung, was damit geschieht. Und dann sind es die Kommunen, die darüber diskutieren, ob zum Beispiel mit den Mitteln dann eine Sporthalle gebaut wird, dafür ist dann der Betonunternehmer, oder ein Trimmdichtpfad angelegt wird, dafür ist der Sportclub, oder die Ernährungsberatung in den Schulen verbessert wird, dafür sind dann die Eltern zum Beispiel. Und dann muss innerhalb von diesen Gemeinden darüber diskutiert werden, wie man das tatsächlich macht. Sehen Sie, und dann provozieren solche Bürgerversicherungen nicht nur das Gegenmodell zur Umwandlung von Gesundheit in eine Ware, sondern sie tragen auch dazu bei, dass der vielfältig blockierte demokratische Prozess wieder in Gang gesetzt wird. Im Lokalen wie im Globalen. Das kann man sich alles auch im Globalen vorstellen. Es sind, da gebe ich immer recht, viele Fragen, die, wenn man so etwas umsetzen will, sich stellen. Aber ich bin da überzeugt, dass sich die alle lösen werden. Es sind keine organisatorischen, es sind keine strukturellen Fragen, es sind keine Fragen von fehlendem Know-how oder von mangelnden Ressourcen. Es sind Fragen, die haben etwas mit den Machtverhältnissen zu tun, die dagegen stehen. Und es hat etwas damit zu tun, ob wir in der Tatsache einer globalisierten Welt eine Bedrohung sehen oder die Chance auf das Weltweitwerden von der Welt als etwas, was getragen werden kann von dem, wie ich es gesagt habe, kosmopolitische Solidarität genannt werden könnte. Es ist die Idee von weltgesellschaftlichen Verhältnissen, von denen eigentlich schon Immanuel Kant vor 200 Jahren geträumt hat. Und damit will ich schließen. Er hat es damals so wunderschön beschrieben, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen anderen gespürt wird. Das ist auch Solidarität. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Thomas. Will es fast glauben, es ginge, ja. Aber ich wollte mit dir, ist mir spontan eingefallen, sogar vielleicht noch ein Stückchen weiter in den utopischen Raum gehen und folgende Frage stellen. Du hast kurz erwähnt, dass die Medikamente bei uns zum Beispiel deutlich mehr kosten als in Großbritannien. Und du hast auch erwähnt, dass man Geld einsparen könnte, wenn das nicht so wäre. Heißt das nicht, dass wir eigentlich nach dem Schritt einer solidarischen Finanzierung von Gesundheit auch eine Vergesellschaftung der Produktion von Gesundheit bräuchten? Ja, ich glaube, da ist viel Richtiges dran.
Ich hatte es ja gesagt, dass diese Art von Sicherstellung von Gemeingütern und auch von Gesundheit sich nur bedingt verträgt mit dem kapitalistischen Wirtschaften. Es gibt viele Überlegungen, die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln oder von anderen medizinischen Techniken, die man braucht, Behandlungstechniken, in die Obhut von öffentlichen Aufgaben zu stellen. Die WHO hat einige Ideen dazu veröffentlicht. Es gibt weltweite Netzwerke, die genau dieses fordern. Eine Umwandlung von dem Forschungsparadigma, was wir heute haben, was gebunden ist an Patente zum Beispiel und damit an das Erwirtschaften über den Profit, über den Verkauf von Präparaten, was man nur machen kann, wenn man eine kaufkräftige Kundschaft hat, wird auch nur für die geforscht, das umzuwandeln in ein Gemeingut, was in öffentlicher Verantwortung sichergestellt wird und auch finanziert wird. Man muss wissen, dass das zum großen Teil schon der Fall ist. Die ganze Grundlagenforschung wird an Universitäten praktiziert und ist öffentlich finanziert. Nur die Ausbeute hinterher, das Umwandeln in das Produkt, was dann vermarktet wird, das ist privat organisiert. Also die Steuerzahler, die immer hier zitiert werden, die sind eh schon dabei zu zahlen, merken es aber nicht. Sie zahlen dann hinterher bei dem teuren Präparat noch ein zweites Mal sozusagen. Also es gibt auch dafür Ideen und das bedeutet es, hast du völlig recht, alles, was ich hier gesagt habe, ist nur im Kontext mit einem großen, umfassenden Herausholen des Gesundheitsthemas aus dem kapitalistischen Zusammenhang möglich. Sie dürfen sich übrigens jetzt gleich alle melden, wenn Sie wollen, sonst bete ich hier noch eine halbe Stunde meine Fragen runter. Dankeschön. Dann sind Sie gleich dran. Haben wir ein Saalmikrofon? Hier, die Dame hat sich gemeldet. Ja. Also genau an dem Punkt war ich jetzt auch gerade, vor 30, 40 Jahren wäre ich vielleicht auch lieber in der Utopie geblieben, gebe ich gern zu. Heute schaue ich tatsächlich mehr nach der Brücke. Wie können wir weitergehen? Sie haben vorhin sehr deutlich gemacht, es fehle an der Bereitschaft, nicht an Ressourcen. Wenn wir jetzt mal nicht das Worst-Case-Szenario nehmen, es kommen immer mehr notleidende Menschen und, sodass der Druck einfach stärker wird, sondern auch schauen, gibt es auch andere Aspekte, gibt es Faktoren, positive Faktoren, Anreize, andere Möglichkeiten, um auch die reale Politik in die Gänge zu kriegen. Sehen Sie da Möglichkeiten, zumindest perspektivisch auf 10, 15 Jahre hin? Wir sehen bei Medico zum Beispiel Initiativen, die an der Basis sich ereignen. Nehmen wir das Beispiel Bangladesch, ein sehr armes Land, wo es aber sehr kompetente und auch wirkungsvoll tätige Nichtregierungsorganisationen gibt, die sich um Gesundheit kümmern. Die haben zum Beispiel angefangen, in einer völligen Wüste sozusagen, so etwas wie lokale Versicherungssysteme aufzubauen, an unterster Ebene. Zum Beispiel für Textilarbeiterinnen, ja, wo alle nach dem, was ich gerade gesagt habe, die Prinzipien nach dem persönlichen Vermögen einbezahlen und die gar nichts haben, trotzdem die gleichen Leistungen bekommen. Das ist etwas, was wir im 19. Jahrhundert auch in Deutschland und in Europa hatten. Die alten Wohlfahrtsverbände, die Arbeiterschutzgruppen und so weiter, die genau so etwas gemacht haben. Also es gibt Ansätze in der Welt, etwas zum Klingen zu bringen, was von diesen Prinzipien lebt. Das ist eine Kernerarbeit, das ist eine Arbeit, die man von hier aus unterstützen kann. Es lebt tatsächlich, aber es bedarf der Bereitschaft, das stärker zur Geltung zu bringen, indem wir es alle auch bewusst wahrnehmen und auch gemeinsam fördern. Das andere sind Dinge, die auch hier stattfinden. Ich meine, ich habe jetzt nur ein Beispiel aus den Ländern des Südens genannt, aber ich meine, das, was jetzt ich gerade erzählt habe mit Debatten bei der Weltgesundheitsorganisation über die Umwandlung des Forschungsparadigmas in ein öffentliches Gut, dann ist es das Gleiche. Also Sie finden an vielen Stellen, an vielen Orten Debatten, die genau das gleiche Ziel haben. Sicherzustellen, dass Gesundheit nicht zu einer Ware verkommt, sondern etwas ist, was tatsächlich einen Rechtsanspruch bedeutet und was deshalb auch öffentlich gesichert werden muss.
Vielleicht eine kleine Abwandlung der Frage. Ich habe die Wortmeldung gesehen. Es könnte ja auch anfangen, zum Beispiel in der eigenen Community, in der du dich bewegst. Ich bin eben am Ostbahnhof aus der U-Bahn ausgestiegen und da stand ein riesiges leuchtendes Plakat. Da stand drauf, jetzt spenden, Hunger beenden. Das ist das Niveau, auf dem Entwicklungsfragen in unserer allgemein sichtbaren Öffentlichkeit gestellt werden. Wie ist denn die Unterstützung eigentlich unter denjenigen, die eigentlich deine ersten Verbündeten sein müssten? Wir sollen zum Beispiel Hilfsorganisationen. Die Unterstützung für solche Ideen? Ja. Also es sind dicke Bretter, die man da zu bohren hat. Das ist in der Tat so. Wenn wir jetzt, das tun wir als Medico schon länger, sagen, wir müssten eigentlich Hilfe nicht nur verteidigen, sondern auch versuchen, nach Formen zu finden, wie man sie überwinden kann. Also wie man zu einer Form von solidarischen Sicherungen kommt, auf die Menschen einen Rechtsanspruch haben. Nicht unbedingt nur als Bittsteller, sondern tatsächlich auch sich verlässlich darauf gründen können. Dann ist das erstmal etwas, was gegenläufig zu Hilfsorganisationen ist. Keine Frage. Ja. Aber das Ziel von Hilfsorganisationen ist ja, finde ich, die nachhaltige Überwindung von Not und Unmündigkeit und nicht das am Leben halten der eigenen Tätigkeit. Wir sind ja kein Selbstzweck. Nun wird auch in jeder utopischen Gesellschaft, wenn man sie noch so perfekt sich denkt, werden Leute krank sein, werden Hilfe brauchen und so weiter. Insofern gibt es immer auch einen Bedarf an Unterstützung. Das ist keine Frage. Ja. Aber man muss das immer auch in dem kritischen Sinne des Begriffes begreifen, nämlich als etwas, was zwar notwendig ist zur unmittelbaren existenziellen Sicherung von Menschen, die bedroht sind, aber gleichzeitig auch etwas, was die Verhältnisse nur so stabilisiert, ist das Beispiel mit dem Hunger bekämpfen und spenden. Und deshalb nach Formen schaut, wie man, und das sind die Formen, die ich gerade genannt habe, wie daraus etwas ist, was zu einer verlässlichen Struktur wird, wofür Menschen, worauf Menschen einen Rechtsanspruch haben. Das ist der große Unterschied. Da war eine Wortmeldung. Ich bin so, hört man das? Ja. So konventionell, dass ich immer denke, dass von der Basis her, wir spenden ja, wir sind bei Medico und eigentlich müsste es ja darauf hinaus tun, dass sowas wie Medico eigentlich überflüssig wird. Ja? Nennt im Endeffekt utopisch gedacht. Und so denke ich an nationalstaatliche Strukturen, die man eigentlich wahrscheinlich, auf die man nicht verzichten könne. Und wie bekommt man den politischen Willen für die Einrichtung solcher Strukturen? Und ich könnte mir vorstellen, dass die bedürftigen Länder, die führen die 41 Länder an, die wären am ehesten bereit, sich vielleicht auf Strukturen einzulassen, weil sie Bedarf haben. Und wie geht der Weg dorthin? Also die WHO müsste zum Beispiel, also vielleicht hat sie das ja schon, ein Grundkonzept für die Grundversorgung oder die Grundversorgung für alle Länder oder sowas, für die einzelnen Staaten. Und sie sprachen von dem Europäischen Sozialfonds. Wenn man so etwas auf der Weltbasis herstellt, die WHO macht einen Sozialfonds, nicht Sozialfonds, sondern einen Fonds, Gesundheitsfonds, für die nötigsten Länder zunächst mal. Nun fragt man sich, woher kommen die Mittel? Ja, das ist so eine Sache. Aber im Sozialfonds kommen ja auch Mittel zusammen von den einzelnen Staaten durch Aufruf, durch teilweise Verpflichtungen. Und könnte man nicht so beginnen, dass so ein Fonds von WHO dann zunächst mal die bedürftigen Länder in Blickfeld nimmt und zum Beispiel die 41 Länder? Das ist schon etwas, in der Hinsicht nicht so gläubig genug, dass das vielleicht von unten her alles kommen kann. Diese Strukturen sich in den Ländern durchsetzen, das müsste über Konzepte und über Bedürftigkeit und politischen Willen in den Internationalstaaten erreicht werden. Das ist meine Meinung. Es gibt genügend Evidenz, genügend Wissen, genügend Hinweise und Ideen, wie man das anders machen kann. Es scheitert an realen Machtverhältnissen. Es gibt auch, die müssen sehen, die WHO ist eine aus den Mitgliedstaaten zusammengesetzte internationale Organisation, in denen mächtige Staaten präsent sind und auch dafür Sorge tragen, dass bestimmte Debatten nicht zu Ende geführt werden. Dann gibt es zwar aus dem Stab der WHO eine Expertise, dann werden bestimmte Ideen entwickelt, aber die scheitern dann irgendwo in der Generalversammlung der WHO. Weil Einfluss genommen wird. Und was macht dann eine WHO, solange sie in dieser Abhängigkeit steht? Sie ist eben keine
global finanzierte Institution, die autonom ist und eigenständig handeln könnte, was sie eigentlich sollte, sondern sie ist abhängig von dem, was die Mitgliedstaaten zulassen. Ich will auf das, was Sie sagten, mit den Nationalstaaten zurück, die an der Stelle ein Hinderungsgrund sind, weil sie es eben nicht zulassen, dass etwas, was im globalen Sinne notwendig wäre, auch realisiert wird. Und so gibt es eine Hängepartie in der WHO. Sie hat jetzt zusammen mit der Weltbank einen ganz gegenläufigen Weg eingeschlagen. Sie hat einen sogenannten Pandemiefonds eingerichtet. Der besteht aus Anleihen, die man sich bei der Industrie holt. Die geben Geld für den Fall, dass eine Pandemie ausbricht. Und wenn die ausbricht, dann verlieren sie ihr Geld sozusagen. Dann müssen sie da was, dann sind sie in der Verpflichtung, müssen etwas tun. Deswegen hat die Industrie darauf gedrängt, dass das Eintreten dieser Pandemien möglichst hochgesetzt wird. Also erst wenn 2-3 Länder tangiert sind, dann muss man einschreiten. Oder wenn eine bestimmte Zahl von Toten zu beklagen ist, dann muss man einschreiten. Alles vorher gilt noch nicht als Handlungsgrund. Da ist genau das Gegenteil der Fall. Es sind Kapitalinteressen reingekommen, um auf solche Probleme, die in der Welt existieren, zu antworten. Nur im Zusammenhang dessen, was ich gesagt habe, um Gesundheitssicherheit. Ich finde, die Bereitschaft fehlt. Und die Bereitschaft hat etwas mit uns allen zu tun. Es ist das, was wir hier an Öffentlichkeit erzeugen müssen. Und da versucht auch der globale, der utopische Raum etwas beizutragen und die Kooperation mit Medien deutlich zu machen, dass hier Öffentlichkeit gefordert ist, Druck auszuüben und dafür Sorge zu tragen, dass der Politik Beine gemacht wird. Das ist eine Erfahrung, die ich die ganzen Jahre gemacht habe. Nur alleine das Gespräch mit Politikern oder mit anderen Hilfsorganisationen und so weiter führt noch nicht so weit. Die Fridays for Future erleben es jetzt gerade. Sie gehören zu diesen Gruppierungen, die sich nicht mehr hinhalten lassen wollen, sondern sagen, jetzt ist es irgendwo mal zu Ende mit den Sachzwängen, mit der Alternativlosigkeit und mit den Zwängen, die uns immer vorgehalten werden, sondern jetzt muss sich was ändern. Da ist Öffentlichkeit da. Und das gilt für diese Konzepte genauso. Sie werden nur dann zum Tragen kommen, wenn, und auch das, was bei der WHO manchmal von einzelnen Leuten gedacht wird oder im einzelnen Ministerium gedacht wird, ist nicht so, dass das alles monolithisch kaputt ist, wird nur zum Tragen kommen, wenn es auch so etwas wie einen öffentlichen Druck erfährt, eine öffentliche Unterstützung erfährt und dann zu einer Realität, zu einer Gewalt werden kann. Haben wir noch weitere Wortmeldungen? Wenn nicht, könnte ich schon, ja doch, da ist eine. Danke. Mein Name ist Rode. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann gibt es ja global, auch bei wichtigen Menschen, eben die Erkenntnis, dass diese Entsolidarisierung auch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Also auf globaler Ebene ein Sicherheitsrisiko darstellt. Und das ist ein gesellschaftlicher oder global gesellschaftlicher Aspekt, der anscheinend bekannt ist und mit dem man auch umgehen kann. Was mir aufgefallen ist, wenn ich Ihnen richtig gefolgt bin, es gibt noch eine andere Seite, die man bedenken muss, nämlich, ich bin jetzt ein bisschen nervös, aber ich hoffe, ich formuliere es verständlich. Wenn wir solidarisch sind, dann müssen wir ja auch bereit sein, dem wirklich mittellosen Menschen und zum Beispiel auch dem Junkie, zum Beispiel auch dem Mörder, seinen Anteil an dieser Versicherung zukommen zu lassen. Und das ist die individuelle Seite. Also jeder von uns muss individuell dazu bereit sein, ganz konkret diesen Menschen, die wir persönlich vielleicht ablehnen, auch ihren Teil an dieser Solidarität zukommen zu lassen. Dazu müssen wir individuell bereit sein auf einer menschlichen Ebene. Und da ist vielleicht auch noch ein Haken, was die Bereitschaft angeht. Also wie gesagt, auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene kann man sagen, okay, das ist ein Sicherheitsrisiko, wenn wir nicht solidarisch sind. Aber auf dieser individuellen Ebene ist vielleicht die Schwelle zur Bereitschaft, zur Solidarität größer. Also die Bereitschaft zur Solidarität ist, glaube ich,
relativ weit verbreitet. Ich habe ein paar Zahlen genannt und auch ungebrochen. Und wenn Sie jetzt, gibt zum Beispiel Experimente, die mit jungen Leuten gemacht werden, mit Studierenden zum Beispiel, die noch jetzt alle nicht unbedingt vermögend sind, sondern relativ auf dem gleichen Niveau sind und denen man sagt, es gibt zwei Optionen. Ihr wisst nicht, ob ihr künftig reich oder arm sein werdet. Was wollt ihr haben? Wollt ihr eine solidarische Versicherung haben oder wollt ihr eine private Versicherung haben? Wenn man es nicht weiß, was mit einem wird. Die absolute Mehrheit ist dafür, sich solidarisch zu verhalten und zu versichern. Das schafft genau die Sicherheit, von der ich gesprochen habe, die einem das ermöglicht, dann auch das Leben wirklich jetzt eigenverantwortlich anzugehen. Die Ideologie, die herrschende Neoliberale, hat genau das angegriffen. Deswegen sitzt die mangelnde Bereitschaft auch so tief in den Köpfen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Sie kennen das Credo des Neoliberalismus. Wenn jeder und jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Da ist der ganze Zynismus formuliert. Da ist nicht mehr dann das Gemeinschaftliche, sondern das total Individualisierte. Und das sind die Probleme, die wir auch in dieser Gesellschaft haben hier. Dass auch das Menschenrecht und die Menschenrechte, Sie sehen das jetzt zum Beispiel in der ganzen Debatte um Meinungsfreiheit, nicht mehr betrachtet wird als die Möglichkeit, dass auch andere etwas sagen dürfen, sondern man beharrt immer nur auf das eigene Recht, etwas sagen zu dürfen. Und sobald dann das Gegenteil von anderen gesagt wird, ist das sofort wieder, man darf es nicht. Ich meine, jetzt will ich den Rechten das Wort reden, das will ich in keiner Weise tun an der Stelle. Es gibt auch dort Grenzen, das kann man auch diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall eine Frage, die etwas mit Rechten, nicht nur des eigenen Rechts, sondern des Rechts aller zu tun hat. Da ist durch den Neoliberalismus vieles kaputt gemacht worden. Das muss über Bildungspolitik wieder zurückgeholt werden. Also wenn ich von Bereitschaft rede, sind das die dicken Bretter. Ja, da ist eine Menge zu leisten. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das hatte ich in der Aufregung vergessen. Ich wollte noch sagen, ich denke, das sollte man ja auch noch auf die internationale Ebene übertragen. Also, dass die Regierungen der reichen Staaten eben auch in der Weise bereit sein müssen, oder sagen wir mal, die einzurichtenden Organisationen bereit sein müssen, auch die entsprechend wirklich armen Länder oder auch die korrupten Länder zu unterstützen. Also, das meinte ich, dass dieses neoliberale Denken eben, ja, so tief sitzt, und dann müssen wir das, was wir selber noch nachholen müssen, auch wieder auf die internationale Ebene übertragen. Das war mein Gedanke. Absolut. Und das meint ja das Stichwort der kosmopolitischen Solidarität. Das ist etwas, was ja bedeutet am Ende, dass wir auch mit Leuten uns solidarisch verhalten, die wir nicht kennen, die wir vielleicht nicht mal mögen oder die ganz anders leben und eine ganz andere Art von Lebensidee in Entwurf haben. Das ist kompliziert und ist schwer, aber genau das ist zu erlernen. Und das wird auch heute von immer mehr Leuten gefordert. Auch an Universitäten gibt es Professorinnen, junge Leute, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und genau diese kosmopolitische Solidarität fordern. Zumal sich Solidarität genau an der Stelle erst erweist. Christian, du hast das Mikrofon, glaube ich. Ja, danke. Du hattest in deinen Beispielen unter anderem auch den Weltpostverein erwähnt. Das ist ja ein sehr, sehr rationales Argument, das jetzt abseits dieser wichtigen solidarischen Debatte nochmal zeigt, wie notwendig solche grenzüberschreitenden Systeme vielleicht sind. Es macht ja keinen Sinn, dass wir sozusagen Post verschicken in Länder, die nicht ankommt. Also das erscheint mir an der Stelle sehr, sehr logisch, dass es ein System gibt, das genau diese Post bis zu der Haustür befördert, auch in anderen Ländern. Und ich möchte noch mal auf ein weiteres Beispiel hindeuten, das zeigt, wie misstrauisch diese Systeme vielleicht auch angesehen werden. Also dass es vielleicht nicht nur ein Problem der Solidarität ist, sondern dass man einzelnen Ländern es nicht zutraut, mit diesen Zuwendungen vielleicht auch richtig umzugehen. Und das ist das Beispiel, dass also mitten in der europäischen Finanz- und Wirtschaftskrise eine Debatte hervorgerufen hat, nämlich die Einrichtung einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Also mittendrin 2011 oder 12
gab es fast Vollbeschäftigung im europäischen Norden und Arbeitslosenzahlen von bis zu 25-30% in vielen südeuropäischen Ländern. Da gab es also eine Debatte auch unter Volkswirtschaftlern, die gesagt haben, wir brauchen so etwas wie eine europäische Arbeitslosenversicherung aus ganz rationalen Gründen. Nämlich, sie nennen es automatische Stabilisatoren, die in der Lage sind, das Gesamtsystem zu retten, nämlich den europäischen Arbeitsmarkt, wenn es an einer bestimmten geografischen Stelle gerade ein großes Problem gibt, nämlich Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit. Und was ich jetzt vielleicht noch mal ins Spiel bringen möchte. Es gab dort auch eine Kritik von linker Seite, dass nämlich die Länder, die nach wie vor funktionierende soziale Einrichtungen und soziale Systeme haben, im Grunde Systeme jetzt, wenn wir also mit einer europäischen Arbeitslosenversicherung ein neues System aufbauen, dass also gerade Länder wie Irland, die alles getan haben, um im Grunde solidarische Systeme im Rahmen dieses Neoliberalismus abzubauen, dass es da ein Ungleichgewicht gibt. Ja? Und da ist also auch ein Misstrauen, das insgesamt dazu geführt hat, dass diese länderübergreifenden sozialen Einrichtungen oder sozialen Systeme im Grunde auf Widerstand stößen, von verschiedensten Richtungen. Ja? Das Misstrauen ist präsent. Als Ebola bekämpft wurde, gab es innerhalb der WHO und auch der Mitgliedstaaten ein Umdenken. Sie haben festgestellt, dass es ein Fehler gewesen ist, die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen auf diese Weise, wie es geschehen ist, auszuhöhlen. Sie hatten auf einmal gemerkt, man braucht sowas wie öffentliche Gesundheitsdienste. Das, was gerade durch den Neoliberalismus zerstört worden ist, sollte wieder aufgebaut werden. Die WHO, und ich habe mit der Leitung damals diskutiert, die sagten, es gibt Mitgliedstaaten, die bereit sind, Transferleistungen zu geben, also Geld zu geben, um jetzt in aller Welt Gesundheitsdienste aufzubauen. Und dann war die Sorge, aber was machen wir damit, wie können wir verhindern, dass es in die Korruption läuft? Wie können wir verhindern, dass daraus etwas wird, was wir eigentlich gar nicht wollen? Ich habe Ihnen gesagt, das war ein Vorschlag, dass es da meines Erachtens nur eine Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen. Und das ist auch das Problem bei den Dingen, die du gerade genannt hast, Christian. Ohne öffentliche Begleitung, ohne Beteiligung von Öffentlichkeit wird es nicht funktionieren. Ich habe Ihnen empfohlen, das, was wir in einem Kleinen praktiziert haben, das ist die Umsetzung des Minenverbotsabkommens. Da ist ja damals 1997 ein Vertrag geschlossen worden, der nicht nur den Einsatz von Antipersonen verbietet, sondern gleichzeitig auch gesagt hat, die reichen Länder sollen Mittel bereitstellen, damit in den armen Ländern, die alle betroffen sind von Minen geräumt werden und die Opfer versorgt werden können. Auch die waren alle in den ärmeren Ländern und nicht in den reichen Ländern. Wir haben damals angeboten, dass wir als zivilgesellschaftliche Akteure diesen Prozess beobachten. Es ist alljährlich wird ein sogenannter Landmine-Monitor veröffentlicht, von der zivilgesellschaftlichen Struktur getragen, der genauestens beobachtet in allen Ländern, wie das Abkommen eingehalten wird. Er sagt, wenn ihr in der WHO das wirklich ernst meint, mit dem Aufbau von Gesundheitsdiensten, dann müsst ihr dafür Sorge tragen, dass so eine globale zivilgesellschaftliche Struktur da ist, die sowas auch beobachtet. Das klassische Watchdog-System. Sie haben sich an der Stelle schon geweigert. Da weiß wieder, dass die Bereitschaft der mächtigen Staaten nicht mehr da so etwas zu tun. Das ist der Punkt. Es gibt dafür Möglichkeiten. Du kannst Öffentlichkeit reinziehen. Wir machen es dann jetzt spendenfinanziert, da sind dann Spenden wieder wichtig. Wir machen es dann auf eine andere Weise, indem wir also als Watchdogs dann unterwegs sind aus den Spenden, die hier kommen. Die haben dann nichts mehr mit Hungerbekämpfung zu tun, sondern mit eben Strukturpolitik, was nicht so ganz sexy ist dann für viele Leute, wenn sie dafür Geld geben sollen. Aber es ist die einzige Option letztendlich, um an dieser Stelle voranzukommen. Man braucht die globalen Übereinkünfte. Und das sind von mir aus Menschenrechte, das sind von mir aus solche Übereinkünfte und auch die Schaffung von solchen Instrumenten zum Beispiel. Und dann müssen sie demokratisch beobachtet, kontrolliert und umgesetzt werden. Ohne das Zweite geht es nicht.
Ich bin ganz froh, dass du die Landminenkampagne erwähnt hast. Das vielleicht speist sich ja auch ein Teil deines Optimismus daraus, dass du wirklich die Erfahrung gemacht hast, dass man aus einer Situation heraus, wo man nicht ahnen kann, dass man Erfolg haben wird, doch Dinge erreichen kann. Ich finde, sie sollten sich alle, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, Entschuldigung, ich bin so ins Schlusswort geschlittert. Nein, keine Fragen mehr. Doch, ist noch eine da. Dankeschön. Mein Name ist Sophia. Ich wollte nochmal zurückgehen auf was Sie gemeint hatten mit Independenz. Ich komme aus der sozialen Arbeit, also studiere das gerade. Und da wird ganz viel geredet über die Pädagogik oder kulturvergleichende Pädagogik, wie es auch andere Kulturen machen von Interdependenz. Und ich finde, zu diesen Themen von Solidarität oder vor allem die Verantwortung, finde ich, spielt Bildung und Erziehung eine Riesenrolle. Und finde, dass dann nochmal eine Rekonzeptualisierung von wie es im Westen gemacht wird, halt stattfinden muss. Das war keine Frage, tut mir leid. Aber da will ich kurz was zu sagen, wenn ich darf, weil das ist genau das Konzept des utopischen Raumes. Wir schauen uns ja in den einzelnen Vorträgen oder den Abendveranstaltungen bestimmte Elemente an. Und auf der Auftaktveranstaltung haben wir deutlich gemacht, dass die am Ende nur funktionieren, wenn man sie zusammendenkt. Also Bildung hat einen Auftrag, aber Bildung braucht auch eine Idee, in welche Richtung etwas transportiert wird. Welche Bedeutung hat zum Beispiel Solidarität? Welche Bedeutung hat Ausgleich oder Umverteilung? Alles Dinge, die am Ende erst dann zum Klingen gebracht werden können, wenn sie in einem gemeinsamen Konzept zusammengedacht werden. Da war noch eine da hinten. War das eine Meldung da hinten? Okay. Ja, ich wollte noch was zu der Bildung hierzulande ergänzend sagen. Es hat sich, so wie ich das mitbekommen habe, seit meiner Schulzeit nichts geändert an den drei Klassen, also Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Und dass heutzutage du Hauptschüler als Schimpfwort gilt, dass also innerhalb dieses sogenannten Schulsystems da auch schon eine Klassen, und dann, dass die einen weniger wert seien als die Hörer, als die Mitglieder höherer Bildung, wäre auch ein Punkt, der vielleicht unter gesundheitlichen Aspekten zu betrachten wäre und gesellschaftlich natürlich insgesamt. Also es gibt einen, da ist die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, mal richtig gut gewesen. Sie hat, das ist glaube ich jetzt 10 Jahre her, etwas mehr, einen Bericht veröffentlicht über die sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit. The Social Determinants of Health. Und da hat sie als Generalthese vorangeschrieben, dass die soziale Ungleichheit im großen Maßstab tötet. Der wirkliche Killer Nummer 1 in der Welt ist die soziale Ungleichheit. Sind nicht Viren, nicht irgendwelche Krankheiten. Und das lässt sich auch statistisch darstellen. Zum Beispiel, wenn man sich Glasgow anschaut, in Glasgow ist es untersucht worden, also eine europäische Großstadt. Wie ist der Unterschied zwischen der Lebenserwartung von Kindern, die in den armen Gebieten aufwachsen oder die in den Siedlungen der Reichen? Ich könnte Sie mal jetzt raten lassen. Es sind 27 Jahre. Da wird deutlich, welche Bedeutung das hat, was Sie gerade gesagt haben. Es geht um soziale Ungleichheit, die in Gesellschaften da sind und dafür Sorge tragen, dass es diese Art von Problemen gibt. Sie zu bekämpfen, die soziale Ungleichheit, erfordert eben ein Arbeiten auf allen sozialen Determinanten, also Ernährung, Bildung, Zugang zu menschenwürdigem Wohnen, Menschenrechten. Aber, und das sagen die auch, der Zugang zu sozialen Sicherungssystemen, so wie ich sie gerade geschildert habe, die dann im Krankheitsfall eine Versorgung ermöglichen, die nicht in die Katastrophe führt, nicht in die Armut, so wie das in den Ländern des Südens der Fall ist. Und insofern sind diese ganzen Elemente, die wir diskutiert haben, alle relevant, um dem Ziel Gesundheit für alle zu entsprechen. Ich habe die Idee der globalen Bürgerversicherung, ich will das abschließend noch sagen, weil du das mit der Minenkampagne auch noch mal angesprochen hattest,
im Bundestag vorgestellt, im Unterausschuss für Gesundheit und Gesundheit in der Welt. Die waren alle verzückt. Die sagten, das ist eine super Idee, das machen wir. Wie lange braucht man dafür? Ich sage, ja, vielleicht 8 Jahre, 9, könnte auch 10, ist ein dickes Brett, vielleicht brauchen wir noch länger dran. Im Nu war das Interesse verschwunden. Was nicht möglich ist innerhalb einer Legislaturperiode, ist für Abgeordnete heutzutage uninteressant. Und das beschreibt ein Demokratieproblem, was wir auch zu lösen haben, wenn wir solche dicke Bretter tatsächlich angehen wollen. Es ist die Bereitschaft hier, es ist die Möglichkeit, die Leute auch so weit zu bringen, dass sie dafür sind und dass das politische System auch in der Lage ist, sich solchen langfristigen Projekten zu widmen. Das ist eine Menge Arbeit. So, eine Menge Arbeit. Ich kann nur sagen, Thomas spricht viel von der notwendigen Öffentlichkeit, die man braucht, um Dinge durchzusetzen. Sie haben sich heute, indem Sie hierher gekommen sind und diskutiert haben, zum Teil dieser Öffentlichkeit gemacht. Allein das ist Grund zum Optimismus. Heute in einem Monat, am 19. Dezember, ist die nächste Veranstaltung in der Reihe Der utopische Raum, und die trägt den passenden, nämlich optimistischen Titel Auf dem Weg zu einem guten Leben für alle. Da wird auftreten das sogenannte ILA-Kollektiv. Das sind alles junge Leute aus dem universitären Bereich. ILA bedeutet imperiale Lebensweise und solidarische Alternativen. Darüber wird zu sprechen sein am 19. Dezember um 19 Uhr. Ich danke dir ganz besonders herzlich, Thomas, für deinen optimistischen Ausblick auf Dinge, die wir tun könnten. Und vergessen Sie nicht, die Veranstaltungsreihe endet vorerst am 12. Mai, vorerst wohlgemerkt, am 12. Mai. Mit einer Veranstaltung mit Harald Welzer unter dem Titel Alles wird gut. Und das sollten Sie sich bitte merken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.